Vielen Dank. Schön, dass ihr euch noch die Zeit nehmt. Letzter Vortrag, übles Thema. Ich dachte mir so, Experten vielleicht unter euch, darum habe ich noch ganz viele Slides dazugepackt, wo ich euch versuche, noch mal so ein bisschen abzuholen zu dem ganzen Thema, es ein bisschen zu erklären, euch meine Denkweise mitzugeben und dass ihr danach rausgeht und so ein bisschen versteht, wie ich Krypto für mich nutze. Es ist schön, wenn irgendwie der Wert von meinem Portfolio hoch und runter geht, aber was ich so ein bisschen mache oder mich fokussiert habe, ist, es hinzubekommen, dass die Kryptos auch für mich arbeiten. Ja, darum heißt der Workshop auch hier passive Einkommensstrategien, weil es ist schön, wenn ich irgendwie Kryptomillionär bin, aber davon kann ich nicht meine Miete bezahlen. Ja, ich will, dass sie sozusagen arbeiten für mich und das am besten ohne, dass ich irgendwas tun muss und niemand mein Geld geben muss. Ja? Die Einleitung war schon sehr gut, kurzer Überblick über das, was ich mittlerweile mache. Ich bin 28, komme aus dem Allgäu, bin erst seit letztem Jahr digitaler Nomade, arbeite aber schon seit, glaube ich, 7 oder 8 Jahren remote. Meine Hauptcompany ist Solid Mind, machen wir coole Supplements und handeln viele, viele andere Produkte weltweit. Dringling Ventures, da kaufen wir und verkaufen wir Amazon Brands, auch mit dem Fokus hin Richtung Cashflow, Assets und so weiter. AMC Protect, da machen wir Brandmanagement auf Amazon. Calorie.io, noch ohne Logo, ist ein Blockchain, ein Krypto-Venture, an dem ich gerade arbeite. Und wir machen Online-Kongresse, ja, über spannende Themen, unter anderem auch Kryptisto, die ich jetzt irgendwie vor ein paar Monaten gemacht habe. Wir hatten, ich glaube, 15.000 oder 16.000 Teilnehmer, wo wir alles beigebracht haben, wie diese neue Branche so funktioniert. Genau, das ist der digitale Nomaden-Slide. Wir starten einfach direkt mal rein. Ich habe extra so ein paar Basics mitgebracht oder ziemlich viele Basics mitgebracht, weil das Thema, was ich mache, ist ein bisschen advanceder und für mich ist wichtig, dass jeder es komplett verstanden hat, ja, wie das funktioniert, diese Blockchain-Technologie. Ja, darum starten wir direkt mal rein und in einer Welt, wo es keine Banken gibt und niemand anderer, ja, haben wir ja ein ganz großes Problem. Wenn ich und Adrian, der da hinter dem Pfosten irgendwie steht, sagt, wir haben 100 Dollar auf unserem Bankkonto und ich sage, ich habe aber 1000 Dollar auf meinem Bankkonto, kann das ja gar niemand überprüfen, ob ich jetzt 0 dazu viel drauf habe oder nicht. Ja. Genau wegen dem, dass es sowas nicht gibt, gibt es Banken, ja, die genau das überwachen, die sagen, okay, der Lars, der hat 1000 Dollar auf seinem Bankkonto oder 100 Dollar, wie es ja sozusagen steht und ich kann nicht einfach Geld generieren, so wie ich es möchte. Machen die Banken zwar trotzdem, aber wir Endnutzer, wir dürfen es nicht. Ja, und wenn ich eine Transaktion mache, 50 Dollar von meinem Bankkonto runternehmen und es Adrian schicke, dann zieht es das ab und beim Adrian geht es sozusagen oben drauf. Ja, auch ein tolles Beispiel sind die Notare. Das ist auch so, wir brauchen den, der quasi uns bestätigt, dass zwei Leute in einem Raum das Gleiche gelesen haben, verstanden haben und dafür bekommt der Typ richtig viel Kohle. Ja? Das ist einer der ersten Jobs, die bald arbeitslos sind, aber dazu mehr bald. Ja? Genau, dann gehen wir mal in diese Bitcoin-Blockchain rein. Bitcoin ist jedem ein Begriff, oder? Wem ist Bitcoin kein Begriff? Sehr gut. Ja? Es hat sich ja irgendwann mal so ein Satoshi Nakamoto, man weiß nicht, ob es eine Gruppe war oder eine Frau oder ein Mann oder so, hat man diesen Algorithmus gebaut, der gesagt hat, okay, wie können wir ein Zahlungs- oder ein Medium sozusagen entwickeln, was von keiner Instanz kontrolliert werden muss. Ja? Und genauso funktioniert diese Bitcoin-Blockchain. Ja? Jeder hat sozusagen das Kassenbuch, ja? Also die Transaktionsliste, auf unserem Konto, auf unserem Computer, ja, oder auf unserem Wallet. Ja. Das heißt, es gibt keine Bank mehr in der Mitte, die bestätigt, sondern jeder hat seine eigene Doublette von der Bank auf seinem Bankkonto. Und wenn einer eine Transaktion macht, ja, dann wird das überall synchronisiert und jeder bestätigt sozusagen, dass diese Transaktion richtig ist. Ja. Das macht man mit Computer Power. Ich will gar nicht so stark auf diese Technologie eingehen, weil es ist super wichtig, das Grundprinzip zu verstehen. Diese Transaktionsbestätigungen werden durch Miner gemacht. Damit kann man auch Geld oder konnte man früher mal Geld verdienen. Mittlerweile gibt es richtige Rechenzentren voll, die nichts anderes machen, als Transaktionen zu bestätigen. Ja, die machen nichts anderes. Ja? Irgendwelche mathematischen Algorithmen lösen und bestätigen, dass alle sich an die Regeln halten. Ja? Und dafür bekommen sie Bitcoin ausgeschüttet, dafür, dass sie Transaktionen bestätigen. That's it. Wer weiß nicht, was Ethereum ist? Cool. Bitcoin, Blockchain ist nett, aber eigentlich total dumm. Ja? Weil ich kann nur Geld schicken, mehr nicht.
Ja, ich kann Bitcoin von A nach B schicken und das war's. Dann hat sich ein toller Typ, Vitalik, sich überlegt, der hat Online-Games gezockt, ja, und hat irgendwie so ein krasses Schwert und es wurde ihm einfach weggenommen. Und er fand das total blöd, weil er irgendwie einen Fehler gemacht hat, ja, dass ihm das irgendwie, das eine Instanz ihm das halt wegnehmen konnte, obwohl er im Recht war. Und dann hat er die Ethereum-Blockchain gebaut und hat gesagt, okay, Transaktionen von A nach B schicken ist ganz nett, aber wie wäre es, wenn wir kleine Programme auch auf die Blockchain setzen können oder Verträge oder Textdateien, ja, und alle Leute im Netzwerk können bestätigen, dass das nicht verändert wurde. Ja. Und das ist sozusagen die Ethereum-Blockchain. Ich kann ja auch die Kryptowährung Ethereum von A nach B schicken, ja, aber ich kann zusätzlich auch Smart Contracts aufsetzen. Ja. Smart Contracts sind theoretisch nichts anderes als kleine Programme. Und ich mache das immer ganz gerne mit so einem Wasserautomaten, wo ich oben quasi was an Ethereum hinschicke, wie eine Münze oben reinwerfe und dann geht der Programmcode runter und unten kommt ein Ergebnis raus. Ja? Und das ganze Netzwerk, jeder von uns, bestätigt, dass dieses Programm ganz genauso abgelaufen ist. Ja? Und es kann nicht verändert werden. Und so sieht es dann so ein bisschen aus, wieder in diesem Bild. Wir haben quasi die ganzen Rechner, die in dem Netzwerk beteiligt sind. Ja? Und alle bestätigen, dass der Smart Contract ganz genauso abgelaufen ist. Ja? Und wenn er geändert wird oder jemand daran was ändern will, dann funktioniert es nicht, ja? Weil es sofort auffliegt und ja, technologisch einfach nicht funktioniert. Diese Smart Contracts basieren auf der Technologie ERC-20 Standard und diese Technologie ermöglicht uns, hier jetzt zum Beispiel ein Beispiel, dass wir auf der Ethereum-Blockchain eigene Kryptowährungen aufsetzen können. Ja. Aktuell 90% aller Kryptowährungen, die ihr da draußen so seht, sind auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut. Ja, das sind quasi, die haben sie die Technologie genommen und haben ihren eigenen Token, ihren eigenen Coin sozusagen gemacht. Und so könnte ich jetzt zum Beispiel auch mir einen Solid Mind Coin bauen. Ja. Genau. Und diese Token oder diese Coins, die ich mir sozusagen generieren kann, die ich mir sozusagen erstellen kann für meine eigenen Projekte, werden aktuell auch stark dazu genutzt, um Fundraising zu machen. Ja, viele von euch kennen ja Crowdfunding. Ja, und wer hat schon mal was von ICOs gehört? Okay, ICO steht für Initial Coin Offering. Das ist so, ich habe eine Idee, schreibe das irgendwie auf ein Papier zusammen, sage, ich will 50 Millionen Dollar irgendwie raisen. Ja, ein Coin hat einen Dollar, ich gebe 50 Millionen Solid Mine Coins raus und die Leute rennen mir die Bude ein, weil sie diesen Coin kaufen wollen, weil sie spekulieren, dass er irgendwann mal 100 Dollar wert ist. Ja? Das ist sozusagen ein ICO oder ein Token Sale. Ich habe das hier nochmal so ein bisschen aufgeschrieben. Ja? Wenn ich Investoren in meine Company reinholen will, dann muss ich immer Anteile hergeben, ja? Was ein bisschen blöd ist. Dafür bekomme ich Geld, weil die irgendwann mal die Anteile für mehr verkaufen wollen. Und mit dieser neuen Art, ja, ich mache quasi eine digitale Währung und sage, okay, hau die sozusagen raus, muss ich keine Anteile hergeben. Es gibt eine tolle Firma hier in Berlin, die heißt Neufund, kann man auf jeden Fall mal anschauen. Die bringen zum allerersten Mal Anteile, also wirkliche Unternehmensanteile auf die Blockchain. Weil ihr habt schon ein bisschen gemerkt, wie ich das gesagt habe, ja, wenn ich hier so ein Solid Mine Coin mache, das ist ja nichts, das ist wie... Das ist ein digitales Gut. Ich habe ja keine Anteile, ich habe keine Rechte, ich habe gar nichts. Ja. Da gehe ich nachher noch mal so ein bisschen drauf ein. Und mit Neufund habe ich zum allerersten Mal, ist mein Solid Mine Coin mit Unternehmensanteilen verknüpft. Ja. Aber da gehe ich gleich noch mal so ein bisschen rein. Wie funktioniert so ein ICO? Ja, ich sage, ich will irgendwie 50 Millionen Token Solid Mine Coins rausgeben. Dafür geben mir Leute horrende Summen an Geld. Die haben dann diese Währungen und hoffen, dass es irgendwann mal nach oben geht. Ja, so funktioniert das ganze ICO-Game, wo Milliarden von Geld investiert werden in irgendwelche tollen Projekte. Und es erinnert so ein bisschen an die Zeit wie damals, wo das Internet entstanden ist. Ja, die ersten Schüler-VZs und Studi-VZs und so. Aber dazu später noch ein bisschen mehr. Ja. Ich finde es immer wichtig, ein bisschen, das habe ich auch bei der Kryptisto-Konferenz gemacht, dass die Menschen verstehen, was kann ich mit der Technologie überhaupt machen. Ja. Den meisten Leuten ist nur bewusst, sie können irgendwie Bitcoins von A nach B schicken und mit Bitcoin eine Pizza bezahlen. Ja. Kryptowährungen, und das ist meine persönliche Meinung, sind überhaupt gar kein Zahlungsmittel. Ich bringe mal ein tolles Beispiel. Ich habe letztes Jahr im September
auf meine Krypto-Kreditkarte einen Bitcoin geladen, bevor ich auf die Nomad Cruise bin. Da war Bitcoin bei $5.000. Ja? Die $5.000 habe ich über das letzte Jahr ausgegeben und Bitcoin war im Dezember bei $16.000. Das waren sehr, sehr teure $5.000, die ich da ausgegeben habe. Ja? Wir haben ein sehr volatilen Markt. Ja? Ich will nicht zu tief reingehen, dafür gibt es auch wieder Lösungen. Und von dem her ist es mir wichtig zu verstehen, was kann ich mit der Technologie überhaupt machen. Und ich habe ja vorher von den Notaren gesprochen. Ja? So eine Hassliebe, man braucht sie, aber sie verlangen unglaublich viel Geld für eine Unterschrift. Ja? Und mit Smart Contracts, ja, kann ich das lösen. Wir können auf der Ethereum-Blockchain ein Textdokument abspeichern, wo unser Vertrag drin ist. Und ich und Adrian bestätigen ja, mit unserer ID, dass es beides richtig ist. Und wir speichern diesen Contract quasi auf der Ethereum-Blockchain und er wird die ganze Zeit von allen Rechnern, die in dem Netzwerk aktiv sind, bestätigt, dass dieser Vertrag sich nicht verändert hat. Ja? Und hier gibt es schon die ersten Lösungen, einer der ersten in Deutschland sogar auch, mit Neufund, die es jetzt hinbekommen, dass solche Smart Contracts wirklich vor einem Gericht auch standhalten. Ja? Dass man kann, wir haben das gemeinsam vereinbart, auf der Blockchain gespeichert, ja? Und darum sind Notare einer der ersten Geschäftsgebiete, wo man sowas mit einsetzen kann. Ja? Ganz spannend auch sind Cloud Storage, ja? Also was wie iCloud oder Dropbox und so weiter. Das ist ja aktuell auch das Thema, dass wir müssen vertrauen, dass Google meine Daten irgendwie sicher speichert. Ja? Storage ist ein ganz cooles Projekt, das ist das größte in der ganzen Szene. Da kann ich meine freie Festplattenkapazität der Blockchain zur Verfügung stellen und jemand anderer kann seine Daten auf allen möglichen Rechnern verteilt speichern. Ja? Das heißt, wir haben nicht mehr Google mit ihrem Rechenzentrum, sondern wir haben Millionen von Rechnern, die ihre 100 GB, 200 GB freien Speicher mit einer kleinen Anwendung freigeben im Netzwerk. Und der Algorithmus von Storage, wenn ich irgendwie meine Urlaubsbilder speichern will, verschlüsselt er die und verteilt die quasi auf alle Rechner. Es gibt nicht mehr einen zentralen Speicher, sondern einen dezentralen Speicher, ja? Als eine Anwendungsmöglichkeit. Eine andere Möglichkeit, da gehe ich nahe noch intensiver drauf ein, ist Steam oder Steemit. Steam ist eine eigene Blockchain, ja? Und Steemit, was ich hier gezeigt habe, ist das größte Social Media Network, ja, mit über 1 Million User mittlerweile. Ist jetzt nicht viel im Vergleich zu Facebook, ja, aber es ist vollkommen dezentral. Die Posts, der Content, der darauf entsteht, ist dezentral gespeichert, ja, und ist ein ganz spannender Ansatz, im Gegensatz zu WordPress oder Medium und so weiter. Genau, Solr ist ein weiteres spannendes Social Network, wo auch quasi der Content dezentral gespeichert ist und nicht irgendwie von einer Identität wie Facebook zum Beispiel komplett geowned wird. Das letzte Projekt, was ich euch vorstellen will, ist Ethland. Da komme ich nachher nochmal drauf, wenn es um passive Einkommensmöglichkeiten geht. Wer von euch kennt Peer-to-Peer-Kredite? Ja, cool. Peer-to-Peer-Kredite, für die es nicht wissen, ist, es gibt Plattformen, wo jemand sagt, ich will irgendwie mir für 10.000 Euro ein neues Auto kaufen und ich gebe das in einem Jahr zurück. Und andere Leute wie ihr könnt jedem, also der eine gibt 100, der eine gibt 1.000, der eine gibt 2.000, ja, und in der Hoffnung, dass es irgendwann mal wieder zurückkommt, ja. Und Ethland ist mittlerweile die größte Plattform auf dem Markt, die diese Peer-to-Peer-Lendings ermöglichen, aber auf der Blockchain. Das heißt, ich muss keinem Mittelmann mehr vertrauen, aber ich komme später nochmal drauf ein, ja, um das ein bisschen zu erklären. Genau, hier ist tatsächlich nochmal ein Beispiel, CarVertical, die gehen so ein bisschen dahin und sagen, okay, wir wollen Autopapiere und lauter so ein Kram auf der Blockchain speichern, weil aktuell ist es so, wenn ich zum Autohändler gehe um die Ecke und da ist so ein gruseliger Mann, der sagt, ja, das Auto ist vollkommen fein, muss ich dem vertrauen. Ja? Ihr merkt, bei der Blockchain geht es ganz, ganz viel um Vertrauen. Und aktuell vertrauen wir einer Bank, wir vertrauen einer Versicherung, wir vertrauen uns gegenseitig. Und das ist ein Thema, warum ich die Blockchain-Technologie als solche so spannend finde, weil wir nicht mehr einer einzigen Identität trauen müssen, sondern wir trauen uns alle gegenseitig und bestätigen alle gegenseitig, dass die Dinge so richtig sind, wie sie sozusagen sind. Ich habe euch nicht nur passive Einkommensstrategien mitgebracht, sondern sogar noch zwei mehr, weil ich dachte, es ist ganz cool, euch noch ein bisschen mehr mitzugeben. Und bevor ich jetzt in so ein bisschen die tieferen Sachen
reingehe, muss ich das immer zeigen. Ja, ich bin kein Finanzberater. Alles, was ihr macht, es wird ja alles aufgezeichnet hier, macht ihr. Alles, was ich euch jetzt sage, ist für meinen Bruder, der gerade nicht da ist. Ja, und nicht für euch gedacht. Ihr macht das alles in eurem eigenen Risiko, aber ich wisst, was ihr damit meint. Ja? Das sind meine eigenen Erfahrungen, meine ganz eigenen Strategien. Und wer von euch sagt Buy and Hold was? Cool. Buy and Hold ist so diese typische Strategie. Ich kaufe regelmäßig irgendwelche Kryptowährungen ein, halte die einfach in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal Millionär bin. Ja? Und ich habe das so ein bisschen für mich optimiert. Das ist eine Seite, coinmarketcap.com, kann sich jeder mal aufschreiben. Da sind alle Kryptowährungen gelistet. Ja? Mit der Marktkapitalisierung, das ist ein bisschen älterer Screenshot. Mit dem Handel, coinmarketcap.com. Ich sehe gerade nicht drauf, es kommt leider nochmal. Coinmarketcap, also marketcap.com. Da seht ihr alle Kryptowährungen. Wir sind, glaube ich, irgendwie bei, weiß nicht, 4.000, 5.000 verschiedenen Kryptowährungen aktuell auf dem Markt. Und hier seht ihr so ein bisschen so die größten und kleinsten und so weiter und so fort. Ja, und die gängige Strategie, die alle da draußen so preachen, sagen, ja, kauf einfach die Top 10, die sind am größten. Kauft die regelmäßig ein, halte die und irgendwann werden sie hoffentlich mal mehr wert, wie ich sie jetzt heute eingekauft habe. Ja? Eine spannende Herangehensweise generell an Buy and Hold ist der Dollar Cost Average Effekt. Voll viele Leute fragen mich, ja Lars, wann soll ich kaufen? Ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt. Ja? Im Dezember war Bitcoin bei 16.000, da war nicht so ein guter Zeitpunkt einzukaufen, aber das wussten wir jetzt auch erst ein paar Monate später. Ja? In Zukunft schauen können wir nicht. Und darum gibt es den Dollar Cost Average Effekt, der sagt, kauf einfach regelmäßig, Beispiel monatlich, wöchentlich, zweiwöchentlich, dir einen kleinen Teil und dann kaufst du immer zu guten Zeiten, zu schlechten Zeiten ein und im Mittel ja, bist du ordentlich dabei. Ja? Das ist zum Beispiel nochmal eine Erklärung zu Dollar Cost Average. Und was ich ganz spannend finde und warum ich auch glaube, dass das ganze Thema noch auf jeden Fall noch weiter nach oben geht, das ist ein bisschen älterer Screenshot, ich habe nichts Besseres gefunden, das ist die Marktkapitalisierung von Bitcoin oder hier von Cryptocurrencies, wir sind nicht mehr bei 143 Milliarden, ja, sondern bei, ich glaube, bei 350 Milliarden mittlerweile. Und wenn man sich mal anschaut, wie groß die anderen Finanzbereiche sind, ist der Kryptomarkt extrem klein. Ja. Und wenn dann nur ein kleines bisschen was rüberschwappt zu der Kryptoszene, ja, dann erhoffen sich viele irgendwie mal 100, mal 1000 und so weiter und so fort. Aber wir haben alle die Glaskugel leider nicht. Aber es ist ganz spannend mal zu sehen, ja, so vor allem der Stock Market oder der Physical Market, ja, Gold und so weiter, das ist alles viel, viel größer wie irgendwie hier unsere Kryptowelt. Jetzt hat er gesagt, Lars, du wolltest irgendwas Buy and Hold 2.0 erzählen, ja. Jetzt erzählst du irgendwie von dem alten Buy and Hold. Und ich will euch mal so ein paar Gedanken mitgeben, das ist meine eigene persönliche Meinung. Stellt euch mal vor, unser System, unsere Staaten, die wollen das natürlich nicht. Dezentralisierte Lösungen, ja, ich habe keine Kontrolle mehr. Die werden dagegen massiv ankämpfen. Es kommen immer mehr Regulatorien rein und ich arbeite gerade an einem eigenen Blockchain-Venture. Ich weiß, wie hart es ist, ja, irgendwas aufzubauen in diesem Bereich. Und es gibt ja diverse Börsen, ja, wie Bitcoin.de, Binance, Kraken, so diese großen Kryptobörsen, wo ich meine Euros gegen Krypto tauschen kann. Die sind aber auch wieder von einer Firma gehalten, also wieder zentral, nicht dezentral. Und es gibt, und diese Börsen werden immer mehr reguliert. Ja, dann geht in China mal wieder eine zu, weil der Staat sagt, nö, Krypto ist illegal und so. Und es gibt eine neue Art von Börsen, die nennen sich DEX oder dezentrale Exchanges. Ja, und die werden nicht mehr, ich will nicht zu stark in die Technologie reingehen, die werden nicht mehr von einer Instanz gehandelt, ja, sondern liegen auch auf der Blockchain. Das heißt, die können nicht offline genommen werden oder so. Diese DEXs sind mittlerweile noch sehr, sehr, sehr klein. Ja. Einfach mal ein bisschen googeln. Es gibt verschiedene Kryptowährungen auch, mit denen diese DEXs sozusagen betrieben werden. Aber es ist ein sehr, sehr spannender Bereich, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut. Ja. Wo strömen die Leute hin? Mit zunehmender Regulierung werden die Leute für immer mehr in diese dezentrale Welt gehen. Ja? Darum ist es auch spannend, sich Privacy Coins anzuschauen. Der größte Coin ist Monero. Wer von euch denkt, dass Bitcoin anonym ist? Sehr gut. Traut sich was? Ja, also ich schicke dir einen Bitcoin, ja, und
der Adyen, also denkst du sozusagen, dass diese Transaktion anonym ist, dass man nicht rausfinden kann, dass ich dir was geschickt habe? Genau, so. War da nochmal eine Meldung? Anonym genug, als dass man es schafft, dass man darüber auch alle möglichen anderen Geschäfte so machen kann. Also, dass Leute ihr Geld da reinstecken, die ein bisschen versuchen, ihr Geld zu waschen. Aber okay. Ich glaube, das ist schon, ja. Genau, Bitcoin ist nicht anonym. Ja, das ist ein großes Thema, was viele Leute im Kopf haben. Die sagen, Bitcoin anonym, kann ich meine Drogengeschäfte damit machen oder Schwarzgeld annehmen und so weiter. Und das Problem ist, dass Bitcoin, ich glaube, ich sage es pseudo-anonym. Ja, es ist so teilweise anonym, teilweise aber auch nicht. Ich erkläre euch kurz, warum. Bei den ganzen Exchanges, bei den ganzen Plattformen, wo ihr Krypto kaufen könnt, müsst ihr euch verifizieren. Ja? Um über 200 Euro zu kaufen, müsst ihr euren Reisepass hinterlegen. Ihr müsst alles hinterlegen. Ja? Und ab dem Zeitpunkt seid ihr nicht mehr anonym. Ja? Ihr kauft dafür 1000 Euro Bitcoin, ja? Schickt die auf euer Wallet, ja? Oder auf irgendwo anders hin. Aber eure Ursprungsadresse ist sozusagen mit eurer Identität verknüpft. Und jegliche Transaktion, die ihr danach macht, kann zurückverfolgt werden. Ja? Darum ist Bitcoin nicht anonym. Und darum ist auch wichtig, dass ihr eure Krypto-Gains, eure Krypto-Gewinne versteuert. Ja? Weil die Blockchain ist transparent. Jeder hat sozusagen die Blockchain bei sich auf seinem Rechner liegen. Ja? Und es kann, und die Finanzämter arbeiten sehr, sehr, sehr hart an Lösungen, um das aufzuräumen und zu schauen. Ja. Ich will euch jetzt keine Angst machen, aber Bitcoin ist nicht anonym. Es gibt aber anonyme Währungen wie Monero, könnt ihr mal aufschreiben, die es mit einem Algorithmus schaffen, die Transaktion zu verschleiern. So. Und es gibt ganz viel Geld in dem Markt, was nicht versteuert wird. Ja. Und darum mit zunehmender Größe und zunehmender Regulierung, wieder gleiches Prinzip wie bei den DEXs, werden die Leute ihr Geld immer mehr in anonyme Währungen stecken. Vielleicht. Ja. Darum investiere ich auch gerne in anonyme Währungen. Ja. Nicht, weil ich selber was zu verstecken habe. Ja. Ich bin artiger Bürger. Aber es ist natürlich, wenn ich in die Zukunft schaue. Ja. Und dann natürlich asiatische Projekte. Ich will, wie gesagt, nicht ins Detail gehen, weil hier geht es ja um passive Einkommensstrategien. Asiatische Projekte sind deshalb spannend, weil ungefähr so 80-85% des Geldes, was im Kryptomarkt aktuell ist, aus Asien kommt. Ja. Das heißt, da gehen wir auch, versuchen wir mit einer Gruppe recht früh geile asiatische Projekte zu finden, die dann uns schöne Gewinne einbringen. Das ist so ein bisschen so meine Buy-and-Hold-Strategie, ein bisschen abgewandelt. Ich bin nicht so der sagt, kauf Bitcoin, ja, weil ich will ja eine Ver-X-Fachung meines Geldes haben. Und was muss passieren, dass Bitcoin sich nur mal zwei macht? Ja? Und wir hatten das vorher, ich flippe mal ganz kurz zurück. Das ist ein Market Cap, der ist nicht mehr ganz aktuell, aber fast, von 157 Milliarden. Dass sich Bitcoin nur verdoppelt im Wert, müssen nochmal 157 Milliarden an Wert in Bitcoin gehen. Und wir haben eine Marktkapitalisierung aktuell von 350 Milliarden. Da muss richtig viel Geld nur auf Bitcoin kommen, dass sich mal dreht. Ja? Und darum versuche ich auch auf in kleinere Projekte zu investieren, wo noch mehr Luft nach oben ist. Aber es soll ja um passive Währung gehen, aber wir können uns gerne nachher noch austauschen. Dann gibt es ja diese Möglichkeit, auch noch in ICOs zu investieren. Ja, Companies, die sagen so, ich gebe einen Coin raus, der kostet so und so viel. Ich verspreche euch, dass der irgendwann mal 1000 geht. Ja. Und ich will euch da auch ein bisschen so meine Denke mitgeben. Darum steht da auch The Entrepreneurial Way dran, weil die meisten Leute gehen einfach nur drauf, investieren da dumm ihr Geld, aber ich will euch mal vielleicht noch ein anderes Mindset an die ganze Sache geben. Ja, wir sehen hier mal so eine kleine Liste der größten ICOs, die es sozusagen gegeben hat bis jetzt. Und man sieht, hier wird richtig Kohle reingebuttert in solche Projekte. Ja? Hier irgendwie 257 Millionen, 232 Millionen in nur Ideen. Das sind alles nur Ideen. Das ist ein White Paper, wie eure Bachelorarbeit, ja, wo sie sagen, sie machen das, manche davon haben schon was, aber es sind die wenigsten. Ja? Und da wird unglaublich viel Geld da reingepackt und das ist alles Spekulation. Ja? Und das ist so ein bisschen so ein Ding, warum ich auch, wenn ich auf der Bühne bin, sage, was die Blockchain-Branche wirklich braucht, sind Unternehmer, die mit der Technologie massentaugliche Anwendungen bauen. Weil das ist alles Spekulation.
Ja? Und das ist auch die Blase, von der alle Leute irgendwie Angst haben. Ja? Und wenn da nicht Fundament reinkommt, Produkte, die in die Masse kommen, ja, und Calorie.io wird eins dieser Projekte sein, wird das Ding in die Tonne gehen, alles. Ja? So, wir nehmen jetzt mal ein ICO, dem Namen ich nicht nennen will. Und die haben letztes Jahr 80 Millionen US-Dollar eingesammelt für ihre Idee. Ja? Und da war Ethereum bei irgendwie, ich glaube, $150 oder so. Ja? Und die haben richtig viel von der Kryptowährung Ethereum, ja? ETH steht für Ethereum, eingesammelt. Und wenn man sich das mal anschaut, ist der Wert von Dezember, da war Ethereum nicht bei $150, sondern glaube bei $1,600. Ja. Haben die nur aus dem Investment, was sie bekommen haben, ohne dass sie an ihrem Produkt gearbeitet haben, daraus richtig viel mehr gemacht. Ja. Und die haben, ich gehe von dem Case aus, dass sie mit dem Geld nicht gearbeitet haben. Sie haben natürlich mit dem Geld gearbeitet. Ja. Sie haben das irgendwo investiert, getradet und so weiter. Ja. Und darum ist es so, darum appelliere ich so ein bisschen auch, wenn ihr euch solche Projekte vielleicht mal selber anschaut, ja. Welche unternehmerische Motivation hat das Team, ihr Projekt wirklich selber voranzutreiben? Die müssen so, das Projekt muss so geil sein, dass die überhaupt so viel Kohle machen. Ja? Die sammeln so viel Geld ein und wenn du ein bisschen Plan hast und das Geld klug investierst, machst du Milliarden nur mit dem Handeln deines Investments Entschuldigung, und nicht mit deiner Idee als solches. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt, warum auch zu Recht viele Leute Angst haben, dass Krypto irgendwann mal implodiert. Ja? Das ist ein bisschen das, warum ich das, was ich euch mitgeben will, das ein bisschen von der Unternehmerbrille anschauen. Ja? Wenn ihr in solche Projekte investieren wollt, welches Problem löst dieses Unternehmen? Ja? Wie schaut das Team aus? Wie viel Geld wollen sie sozusagen raisen? Aber das ist, müssen wir noch mal ein paar andere Workshops dazu machen. Gut, jetzt kommen wir zum Hauptpunkt. Und ich habe euch ja vorher gesagt, ich habe diesen Bitcoin auf meine Karte geladen, ausgegeben und Krypto sind für mich eigentlich aktuell alle wie Aktien. Ja? Also ich kaufe eine Aktie, aber ich bezahle ja meinen Burger nicht mit einer Aktie. Ja? Was ich aber machen kann, ist meine Aktien oder meine Kryptowährungen für mich arbeiten lassen, dass weitere Kryptos entstehen, ja? Und die kann ich dann ausgeben für meine Flüge nach Bali oder nach Thailand, ohne dass mein Kernportfolio schrumpft, ja? Und ich darauf auch Steuern bezahlen muss, ja? Wenn ich quasi Geld eintausche oder meine Kryptos eintausche. Und darauf fokussiere ich mich schon seit ein paar Monaten und will euch einfach mal ein bisschen mitgeben, wie ich das sozusagen mache. Und wir werden da auch, ich habe mir überlegt, weil voll viele Leute mich fragen, ich werde ein paar Videos abdrehen und das ein bisschen im Detail erklären. Das ist natürlich jetzt für noch 20 Minuten ein bisschen zu eng. Ich will euch nur mal ein paar Ideen mitgeben. Schreibt mich einfach an auf Facebook oder so in den nächsten Wochen, dann kann ich das euch dann teilen, ja? Wenn ich das sozusagen rausbringe. Das wird auf jeden Fall for free. Genau. Wir haben vorher von Ethland gesprochen und jetzt wird es ein bisschen technisch. Ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären, ja? Und Ethland ist eine Plattform, wo ich sagen kann, ich will 10 Ethereum leihen, ja, und gebe das in 30 Tagen zurück und zahle 5% Zins. Ja. Das heißt, nach 30 Tagen muss ich 10,5 Ethereum wieder zurückbezahlen. Und das ist einfach mal eine Seite, so sieht Ethland mittlerweile aus, muss man nicht ganz verstehen, was da alles drauf ist. Aber das Schöne ist an Ethland, dass, wenn ich 10 Ethereum leihen will und einen Loan machen will, erstelle ich quasi einen Smart Contract. Und dort werden die Sachen sozusagen geregelt. Ja? Wie viel, in welchen Schritten zahle ich zurück? In wie vielen Tagen zahle ich sozusagen zurück? Wie viel will ich sozusagen leihen? Ja? Und genau, hier unten ist, wie viel Zins bezahle ich? Und das Coole ist, ich lege quasi einen Smart Contract an auf der Ethereum-Blockchain und muss aber, wenn ich Kryptos leihen will, muss ich andere Kryptos als Sicherheit hinterlegen. 160% mehr wie das, was ich leihen will. Ja, zum Beispiel 10 Ethereum sind, ein Ethereum ist jetzt $100, einfach ein Beispiel. Das heißt, ich will $1,000 Wert in Ethereum leihen und muss dann $1,600 in Wert von anderen Kryptowährungen, die ich habe, als Sicherheit hinterlegen. Und nicht bei irgendeiner Firma,
sondern in einem Smart Contract. Ja? Das ist so eine bildliche Darstellung von so einem Smart Contract. Das heißt, ich aktiviere das, dann sagt der Smart Contract, okay, schick bitte 160, also 1600 Dollar in Wert von anderen Kryptos zu diesem Smart Contract. Und erst wenn die exakte Menge, hier zum Beispiel habe ich Cash ausgewählt, er sagt, okay, ich muss 9998 von diesen Kryptos dahin schicken. Und erst wenn ich das gemacht habe, aktiviert er das, dass jemand anderer mir die 10 Ethereum leihen kann. Ja? Und somit habe ich, der Ethereum verleihen will, weil ich viel Ethereum besitze, die Sicherheit, dass wenn ich die dir leihe, ja, und du nicht in den 30 Tagen zurückbezahlst, aktiviert der Smart Contract quasi deine Token, die du als Sicherheit hinterlegt hast, an mich. Ja? So. Und das Schöne ist, dass dieser Smart Contract, das, was wir hier abgemacht haben, ja, auf der Ethereum-Blockchain ist und es nicht verändert werden kann. Ja? Ja? Ja, das siehst du, genau. Ja, sehr, sehr, sehr gute Frage. Die Frage war, er könnte ja irgendwelche Schrott-Tokens hinterlegen, ja, irgendwelche Bullshit-Coins. ETHLAND akzeptiert nur die guten. Ja? Wer definiert den Exchange Rate? Der Exchange Rate wird an den Dollar gemessen. Ach so, das geht über den Dollar. Richtig, genau. Und das wird von einem Oracle quasi von irgendeiner Börse sich dann gezogen. Ja? Wenn jetzt das nicht zurückgezahlt wird. Ja. Ich habe ja Ethereum gegeben. Ja. Ja. Das Umtauschen musst du selber machen. Genau. So, jetzt kommt vielleicht die Frage auf, was passiert, wenn die hinterlegten Token weniger wert werden als das, was ich in Ethereum hinterlegt habe. Da haben die Jungs mittlerweile dann eine Funktion hinterlegt. Das heißt, wenn quasi die Sicherheit, die hinterlegt ist, gleich viel wert wird, also nicht 160%, sondern quasi 100-100, kann ich mir die Token sofort ziehen und dann schnell umtauschen, dann habe ich keinen Verlust. Aber halt auch kein Gewinn. Ja? Und das macht es für mich persönlich zu einer kugelsicheren Möglichkeit, monatliche Renditen zu machen. Ja? Und man sieht es hier leider ein bisschen schlecht. Hier haben wir 2% für 30 Tage, 2% für 30 Tage, 2% für 60 Tage, 5% für 90 Tage und 4% für 30 Tage, 4% für 30 Tage. Also es schwankt so zwischendrin zwischen 1 und 5% meistens für 30 Tage. Ja? Ja? Das heißt aber, du kannst nur dann damit verdienen, wenn du schon richtig viel Kryptowährung hast. Das heißt, ohne Startkapital funktioniert auch da gar nichts mehr. Ja, aus nichts können wir leider nichts machen. Aber zum Beispiel, du kannst hingehen und sagen, okay, du nimmst deine 5000 Euro erspartes Geld, kaufst du dafür Ethereum, gehst auf ETHLAND und schaust, wo du dein Ethereum verleihen kannst. Ja? Also ich meine, so wie wenn ich von meinem Geld ETFs oder Aktien kaufe, ja, und dann meine 4% im Jahr genieße. Ja? Und was hat der sich von mir leihen können? Sehr gute Frage. Die Frage war, was hat der Typ davon? Ja? Und es gibt viele Anwendungsbeispiele, zum Beispiel neben Trader, die an der Börse zocken, ja, gerne fremdes Geld, um ihre Trades zu hebeln, dass sie noch mehr machen. Oder ihr wisst es vielleicht, wenn ich Krypto halte und verkaufe, werde ich steuerpflichtig. Ja? Das ist eine Möglichkeit, wenn ich sage, okay, ich brauche kurzfristig Geld, meine Kryptos quasi zu beleihen. Ja, ich zeige euch nachher noch eine bessere Plattform, um dann nach ein paar Tagen das Geld wieder zurückzubezahlen. Ich nutze gerade zum Beispiel mein Portfolio, um mir Geld zu besorgen, um meinen Warenhandel zu hebeln. Ja? Weil ich immer nur kurzfristig Geld brauche und ich muss meine Kryptos deshalb nicht verkaufen, sondern ich kann sie quasi beleihen. Ja? Also es sind solche Use Cases zum Beispiel, warum andere Leute auch solche horrenden Zinssätze in der Woche sozusagen bezahlen. Nee, du gibst sie dem Smart Contract. Ach so. Ja, aber ja? Ich kann sie trotzdem nicht nutzen in der Zwischenzeit. Und wenn du sagst, in dem Moment, dass ich das wieder herkippel, dann sozusagen auf die Token zugreifen kann, dann habe ich ja persönlich auch nicht so viel davon, oder? Also ja, du verkaufst sie halt und hast dann gleich viel Ethereum wie vorher.
Ja? Also sollte dieser Case eintreten, dass diese hinterlegte Sicherheit gleich viel wert ist wie das, was du mir geliehen hast, ja? Dann verkaufst du die einfach. Und ich habe das, ich muss meine Token, ja, die hier muss ich nicht verkaufen, weil dann werde ich auch steuerpflichtig, ja? Sondern ich habe einen großen Berg an Token, die liegen da und steigen an Wert und fallen an Wert. Mit denen kann ich ja überhaupt nichts machen. Wenn ich sie verkaufen will, um mir einen neuen Porsche zu kaufen, muss ich darauf Steuern bezahlen. Das ist scheiße. 50% in Deutschland tut richtig weh. Ja? So, jetzt kann ich aber hingehen und sagen, okay, ich hinterlege die als Sicherheit, um mir von dir Ethereum zu leihen, die ich dann wieder in Euro tausche, um mir mein neues Haus zu kaufen. Ja? Um von dem Mieter, der mir die Miete bezahlt, dann wieder das Geld zurückzubezahlen zum Beispiel. Nee, weil ja in dem Smart Contract 160% des Wertes an meinen eigenen Token hinterlegt sind. Also wenn ich dir die Ethereum nicht zurückgebe, ja, dann verliere ich ja. Also 100 Ethereum sind $100,000 zum Beispiel und ich habe $160,000 an Token in dem Smart Contract hinterlegt. Wenn ich dir die Ethereum nicht rechtzeitig zurückbezahle, kannst du dir die ziehen und hast 60% gemacht als die läppischen 2, die ich dir wieder zurückgebe. Ja. Und das ist sozusagen das Schöne für beide Seiten. Ja, nochmal eine Frage. Nochmal zu der Sicherheit. Also ich habe 160 hinterlegt. Ja. Und du sagst, wenn sozusagen der Wert fällt und kommt auf den gleichen Wert, den ich von dir ausgegeben habe, dann kann ich ihn direkt bekommen. Richtig. Verkaufen. Richtig. Aber wenn die gerade im Fall ist, wird ja vielleicht auch niemand kaufen, oder? Ist das ein Problem? Doch, doch. Also, aber das ist eine sehr, sehr gute Frage. ETHLAND beschränkt sich als Sicherheit nur auf die Token, die auch ein großes Volumen haben. Ja? Wenn du jetzt keine Milliarde hinterlegst, dann geht es schon. Ja? Also ETHLAND hat aktuell ein Volumen, ihr müsst euch immer vorstellen, das will ich noch kurz sagen und dann darfst du gleich. Das ist alles ganz, ganz neu. Das ist wie damals, wo das Internet angefangen hat. Ja? Das ist ganz, ganz neu und ETHLAND hat gerade ein Volumen von 15.000 Ethereum. Ja? Das sind, keine Ahnung, wie viel das aktuell ist. Es ist nicht, es ist ein paar Millionen, ja. Und die meisten 24-Stunden-Volumen sind Milliarden von anderen. Also du hast immer die Möglichkeit zu verkaufen. Die einzigste Risikogeschichte, die du hast, und dann du und dann du, ist, wenn der Kurs dramatisch droppt, ja, innerhalb von einer Sekunde um, keine Ahnung wie viel, das ist aber sehr, sehr unrealistisch. Und dann ist es immer noch besser als ein Totalverlust, wenn der Typ dir gar nicht das Geld zurückgibt, ja, wie ein bisschen weniger Verlust, ja. Aber es ist auch so, die arbeiten auch gerade an weiteren Funktionen, dass ich will ja vielleicht gar nicht, dass du die, also ich kann jetzt zum Beispiel auch in Zukunft noch ein bisschen mehr Sicherheit nachlegen. Ja? Solche Funktionen kommen gerade raus, dass dieses Exit-Szenario überhaupt gar nicht passieren muss. Ja? Wenn ich, könnte man das System ja leicht missbrauchen, indem man genau das tut, nämlich seine Währung, von der man an die droppt, eintauscht quasi. Ne? Wenn man eine Glaskugel hat und das weiß, könnte man das System damit missbrauchen, richtig. Genau. Das ist richtig. So, du. Das heißt, du musst dich selber darum kümmern, wenn es eine Parität erreicht, also 160%. Ja. Ja. Warum macht man das nicht über so eine Art Margin, wie es an der Börse üblich ist, dass du sagst, der hat jetzt eine Nachschusspflicht und muss jetzt mehr als 160% drauflegen oder er wird halt glattgestellt und muss sich um nichts kümmern. So läuft es ja eigentlich weltweit an. Genau. Aber du hast halt hier nicht nur Trader, die irgendwie Geld leihen. Ne? Du hast ja auch irgendwie Privatleute, die sich irgendwie Geld leihen und so. Und wir haben einen Bot entwickelt, der das für uns automatisiert. Ja. Der ständig lacht bei. Richtig, genau. Weil wenn das kann ja um 24 Uhr passieren oder um 1 Uhr. Ja. Genau. Und ich denke aber auch da, wie gesagt, das ist alles noch top-Nolle, top vorne dran. Ich denke, dass ETHLAND dort auch so Notifications oder so Autogeschichten bauen wird in Zukunft. Es gibt auch ein deutsches Team, auch in Berlin hier, ziemlich cool, die kann man auch mal besuchen. Die arbeiten an ziemlich coolen Funktionen. Die arbeiten auch gerade an Dollar-Loans, dass du wirklich auch Geld darüber ausleihen kannst und so. Das ist ziemlich cool. Also da werden ganz viele Funktionen in die Richtung noch kommen dann. Bis vor ein paar Monaten konntest du noch gar nicht deine Sicherheit wieder zurückholen, ja? Weil es halt noch so neu war.
die bauen die Funktion gerade erst alle. Also die Sicherheitsgeschichte ist schon drin mittlerweile, ne? Aber da kommt ganz viel. Das ist ja wie eine Aktienleihe sozusagen. Ja. Wenn man shorten will, dann leitet sich die Aktie jetzt halt in genau. diesen Zins drum und genau. dann gibt es ja eben diese Margen, die dir garantiert dass genau. Das genau. Oder ich investiere in ICO, wo ich halt mal 10 mache, da kann ich schon mal 2% Zins bezahlen. Ja. So, du glaube ich mal. Also im Worst Case, ja, und ich will es mal ein bisschen kurz, dieser Worst Case ist noch fast nie passiert. Einmal ist es mir passiert, jetzt irgendwie in 5 Monaten, weil 60% Fall ist schon eine ganz schöne Menge. Da muss der Markt gerade wirklich in Bewegung sein. Aber ja, du musst dir die Token quasi zurückholen, zu einer Börse schicken und dann dort in Ethereum tauschen. Aber ich tausche das direkt, du musst das nicht verkaufen, und könnte dann wieder Probleme mit der Steuer. Nee, du kannst es direkt sozusagen tauschen. Aber auch ein spannendes Thema. Wie das steuerrechtlich behandelt wird. Aber das ist ja kein wirklicher Verkauf. Ja? Das müsste man auch mal prüfen lassen. Aber es ist ganz, ganz selten passiert, dass der Drop so stark war. Da muss die Währung um 60% fallen. Ja? Das ist passiert. Und das kann passieren, haben wir im Januar gesehen und so. Ja? Aber muss nicht passieren. Hier aber noch was. Es gab schon Loans, man kann sich hier auch auf der Plattform kann man sich auch mal ein bisschen so die Historie anschauen. Es gab schon Loans mit 200 Ethereum oder 300, aber bei einem Volumen von 1500 oder von 15.000 gibt es eher kleinere, ja, aber es wächst natürlich. Ja. Von Tag zu Tag ist so, kommen hier neue Loans rein, die sind extrem schnell auch weg, da muss man ein bisschen dabei bleiben auch. Aber ich sag mal so, bis 50, 70, 80.000 Dollar Loans gibt es einige da, genau. Aber ich zeige noch ein paar andere Sachen gleich, wo man auch ein bisschen höher volumig machen kann. Und, vom Handling her, also ich stress das immer mit Kaufen und Verkaufen und so weiter. Das ist machbar für jemanden, der jetzt nicht so super tief in dem Thema drin ist. Ja. Also ich will. Muss ich da jetzt erstmal wieder 8 Jahre studieren, bis ich kapiert habe, wie das funktioniert. Genau deshalb haben wir bauen wir gerade diesen Bot, ja, so einen Algorithmus, der das automatisiert für Leute wie euch. Ja. Das wird aber noch eine Weile dauern, bis der sozusagen fertig ist. Aber ja, man muss sich natürlich ein bisschen damit beschäftigen. Ja. Wer 2-5% im Monat will, da muss man sich schon ein bisschen reinarbeiten. Darum ist mir auch wichtig, dass ihr versteht, um was es in diesem Bereich geht, ja, und nicht blind irgendwie euer Geld da reinpackt. Aber wenn ihr ein Ethereum-Wallet habt, ihr geht auf ethland.io und seht dann diese Maske und dann kann man das relativ einfach machen. Bis vor ein paar Wochen sah das noch so aus, die Plattform. Jetzt sieht sie mittlerweile so aus. Das wird immer schöner und schöner. Ja. Wie gesagt, nochmal, wir sind in der Phase da, wo Internet ganz am Anfang war. Ihr kennt die ersten Internetseiten, die waren alle schrotthässlich. Ja. Und wir sind, die Blockchain-Welt, die kommt, sind wir jetzt genau an diesem Punkt gerade. Ja? Und ich will euch einfach ein bisschen zeigen, was in der Zukunft alles möglich ist und was auch schon heute möglich ist. Ich erzähle euch aber gleich noch 1-2 einfachere Sachen. Ja? So, gab es noch eine Frage zu ETHLAND? Ja. Tatsächlich eine Frage noch. Dadurch, dass es auch noch so neu ist und so ein junges Unternehmen, angenommen, die gehen pleite, ist das dann über den Smart Contract gesichert, dass ich dann das genau. noch zurückkriege? Ja, genau. Richtig. Ist auch ganz schön zu sehen, wenn die neuere Version updaten. Das ist ein in sich selbstständiger Smart Contract, ja, der da auf der Ethereum Blockchain liegt. Und wenn ETHLAND morgen pleite ist, ist es dem Smart Contract egal. Der hat seine Regeln, ja, die man hier sieht. So viel muss zurück in der Zeit, dann passiert das. Und das wird auch klar, warum ich vorher diesen Münzautomat mit den Colas da gezeigt habe. Genauso stupide, einfach. Oben werfe ich was rein, unten kommt ein Ergebnis raus. Kann abgebildet werden. Ist kein Rocket Science noch. Es gibt genau, es gibt da schon neue Sachen, aber das ist so das genau, was ich euch da zeigen wollte. Okay. P2P-Kredite dezentral mit ETHLAND. Es gibt ein paar andere Plattformen, die sind aber gerade im Entstehen. ETHLAND ist die größte und die professionellste aktuell auf dem Markt. So. Mal gucken, ob wir es zeitlich durchkriegen. Ja, kriegen wir durch. Also, Steemit, habe ich vorher schon mal erzählt, ist ein Social Network. Auf der Blockchain, der Steam Blockchain, ja,
Und so sieht es aus. Ich habe da mal mein Profil gezeigt, steamit.com, jeder mal draufgehen, kann sich mal einen Account anlegen. Da schreiben Leute Posts, Blogposts, Bilder, all den Kram, den ich auf Facebook und so weiter auch habe. Aber eher so in dem Blogpost-Style. Ja. Auch ganz spannend, Steamit, so für Leute, die in Bereichen unterwegs sind, die Zensur und so weiter unterliegen, zum Beispiel Cannabis oder andere Sachen. Ja. Hier gibt es ja niemand, kein Middleman. Das hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Aber die haben zum Beispiel, bringen auch gerade DTube raus. Das ist ein dezentralisiertes YouTube, ja, wo YouTube nicht einfach sagen kann, ich lösche das Video. Das geht nicht. Ja. Das ist dezentral gespeichert. Hat Vor- und Nachteile, wie gesagt. Ja. Ich sage nicht, das ist das goldene Thema. Auf jeden Fall, das ist Steemit. Und wir reden gleich von zwei Währungen. Ja. Steem, das ist quasi der, so wie Ethereum, der Token. Steem ist eine eigene Blockchain, ja, basiert nicht auf der Ethereum-Blockchain. Und es gibt Steem Baked Dollars, das ist eine weitere im Steem relevante Kryptowährung, die gleich nochmal, wo ich gleich nochmal ein bisschen drauf eingehe. Genau. Steem ist schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Markt, ist sogar die schnellste und größte Blockchain im gesamten Space, das wissen gar nicht, das weiß relativ niemand, ja, und ist sehr, sehr stabil. Steem ist immer zwischen 1,50 Dollar und 3 Dollar bewegt sich Steem seit Jahren. Ja? Und deshalb macht es für mich spannend, euch darüber was zu erzählen. Genau. So, wie funktioniert Steem? Ich versuche es einfach zu erklären. Ich gehe auf Steemit und sehe dann die ganzen Posts, ja, wie man hier sozusagen sieht. Und bei Bitcoin gibt es die Miner, die Bitcoin sozusagen durch, also quasi Proof of Work, ja, also ich investiere Rechenleistung und bekomme Bitcoin zurück, funktioniert die Steem-Blockchain mit Proof of Brain. Das heißt, die User werden bezahlt für ihre Aktivität, ja, und dafür gibt es auch keine Werbung dort, ja. Und wie kann ich Aktivität bringen? Ich kann sozusagen Posts upvoten, ja, und wenn ich das mache, generiert quasi für diese Aktivität Steemit ein bisschen Steem und gibt es quasi dem Autor und einen kleinen Teil an mich. Ja? So funktioniert so ein bisschen die Steem-Blockchain. Für alle Leute, die denken, fuck, Alter, ich mache das morgen, kündige meinen Job, so viel ist dann auch wieder nicht. Ja? Man muss schon richtig, richtig aktiv werden, ja? Um da wirklich viel Geld zu machen. Aber ich habe gerade vorher, das ist ein ganz frischer Screenshot, einen Post rausgeholt. Da haben ganz, 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 ganz viele Accounts, die natürlich abgewotet, ja. Und er hat hier schon Pending Payout 1056 Steem-Baked Dollar. Es ist nicht Dollar, es ist Steem-Baked Dollar. Das ist eine interne Währung, die noch ein bisschen mehr wert ist. Also es sind jetzt ungefähr, lass es 2000 Dollar sein, ja, die der sozusagen in 7 Tagen ausgeschüttet bekommt. Und so funktioniert die Steem-Blockchain. Ja. Die User sind aktiv, bekommen dafür Rewards, der Autor bekommt einen Teil und auch die Leute, die quasi abgewortet haben, bekommen auch einen ganz, ganz kleinen Teil davon. Ja? So. Wie viel bei so einem Upvote der Autor bekommt, hängt davon ab, wie viel Steem ich in meinem Account habe. Ja? Ich kann dazu sagen, wenn ich so einen Account angelegt habe, das ist jetzt mein Steem-Account, ich habe so 34.000 Dollar Steem da ungefähr drin und wenn ich keine Steem in meinem Account integriert habe oder hingeschickt habe, ist natürlich meine Power bei so einem Upvote nichts. Ja, also der Typ bekommt null. Ja, Steem hat sich ein bisschen was dabei gedacht. Und wenn ich jetzt sozusagen dem anderen mehr Geld geben will, dann muss ich Steem auf meinen Account schicken, ihn in Steem Power umwandeln. Das ist quasi so eine Art Staking. Also ich locke die quasi in meinem Steem-Account. Ja, ich kann die auch nicht sofort mir wieder zurückholen. Das dauert 16 Wochen. Da werden die wöchentlich quasi wieder zurückgeholt. Das ist ein quasi ein Commitment. Ja. Ich hau die hier in Steem. Also ich habe hier 11.804 Steem in Steem Power gelockt. Und wenn ich mit dieser Power einen Account oder einen Post upvote, bekommt er so ungefähr ein oder zwei Steem-Back-Dollar. Also ungefähr so 4 Dollar ja, an Wert. Das kann ich natürlich nicht dauernd machen, weil wenn ich jetzt 10 Upvotes am Tag mache, wird die Voting Power immer weniger. Die baut sich dann wieder auf nach 24 Stunden. Aber so funktioniert so ein bisschen die Steem-Blockchain. Ja, also ich kann Aktivität machen, mein Account wird wertvoller, meine Upvotes werden wertvoller, umso mehr Steem ich in meinem Account hinterlegt habe. Und so funktioniert es. So, jetzt habe ich aber hier irgendwie 6 eigene Companies am Laufen und kann nicht den ganzen Tag hier wegen ein paar Euros hier auf Steem rumeiern und irgendwelche Sachen hier upvoten. Dafür gibt es
auch wieder Bots, die sowas automatisieren. Ja? Und so nutze ich Steam. Ich mache mit Steam mit ungefähr 3.400 bin ich so bei 1,7-2% im Monat, was ich damit mache, automatisiert mit einer täglichen Auszahlung. Ich erzähle gleich, wie das geht. Das heißt, ich kaufe mir Steam, mache mir bei Steam mit einem Account, schicke die Steam dahin, wandle die um in Steam Power, ja, und dann, statt selber rumzuklicken, kann ich meine Steam Power an einen Bot delegieren und sagen, hier, nimm meine Steam Power und nutze die. Und für diese Delegation, und ich rede absichtlich von Delegation, ich schicke nicht die Steam dahin, weil sonst müsste ich ja wieder einer weiteren Instanz vertrauen, ja, sondern ich zeige quasi mit der Delegation dahin, gebe die dem Bot und andere Leute, die so ein, können sich die wieder kaufen, um ihre Posts so richtig nach oben zu hebeln, wie so ein Launch-Service. Ja. Und so sieht es dann so ein bisschen aus. Ich habe da so ein paar Stück, ich gehe auf den besten gleich nochmal im Detail ein. Ich bekomme jeden Tag so ungefähr 30, 40 Dollar, also wirklich echte Dollar in Wert ausgezahlt von diesen Bots dafür, dass ich diese Power dahin delegiere. Ja. Und das ist eine ganz schöne Art eigentlich, wie man so ein bisschen passives Einkommen machen kann, auch ohne jemand anderem meine Token zu vertrauen. Und ich habe vorletztes Jahr bestimmt 60.000 Euro verloren, weil ich irgendeinem Trader Geld gegeben habe. Ja, da bin ich so ein bisschen gebranntes Kind und mache nur noch solche Sachen, wo ich niemanden mehr vertrauen muss. Kein Middleman und so weiter. Ja. So, wie gesagt, das ist ein bisschen schwer. Darum machen wir auch in Zukunft ein paar Videos, wo ich das so ein bisschen Schritt für Schritt erklären kann. Ich will euch nur ein bisschen die Ideen mitgeben. Genau, und das ist der beste Bot oder die beste Plattform, nennt sich smartsteam.com. Die könnt ihr euch mal aufschreiben, smartsteam.com. Und da gibt es ganz viele Leute, die hier ihre Steam-Power an diesen Bot delegiert haben. Das sieht man jetzt hier nicht so, ja. Der Kollege hat hier, glaube ich mal, was sind es, 324.000 Steam-Power dahin delegiert. Also 324.000 Steam sind ungefähr 1 Million in Wert. Und generiert dadurch irgendwie jeden Tag, keine Ahnung, bestimmt 1.000 Dollar oder so in Steam. Keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Irgendwo ganz weiter unten bin ich auch, ja. Und es ist ganz schön, weil andere Leute können da hingehen und sagen, okay, ich kaufe quasi für Steam mir Power, um meinen Post nach oben zu pushen, dass der von vielen Leuten gesehen wird. Das ist quasi wie so eine Art Marktplatz. Ja? Und wenn ich Steam Power kaufe oder Steam kaufe, dann auf, oder halt diese Power kaufe, kostet das natürlich ein bisschen mehr und der Bot schüttet dann die Gewinne an Leute wie mich dann aus. Genau, und da kann man auch auf die Seite gehen, auf der Startseite gibt es so einen Kalkulator. Ihr habt jetzt vielleicht keine 30.000 Dollar zur Verfügung. Da kann man so ein bisschen eingeben, okay, Steam Power, wie viel habe ich? Das sind jetzt irgendwie, habe ich jetzt mal 1.000 vorher angegeben. Diese 1.000 Steam sind so, was sind das aktuell? 2.500 Dollar zum Beispiel. Ja, das ist vielleicht eine Summe, mit der mehr Menschen irgendwie sich identifizieren können. Und da würde ich ungefähr im Monat so 24 Steam-Baked Dollars machen. Kein Dollar, was ungefähr so 50, 60 Dollar sind, die im Monat reinkommen. Auf einer täglichen Basis. Ja. Das ist eine ganz schöne Art. Kennen auch noch nicht so viele. Ja. Und ja, das mache ich jetzt seit Monaten. Und das Coole ist, wenn Smart Steam offline geht, dann kann ich die Power-Delegation einfach zurücknehmen und nichts passiert. Ja. Das ist das Schöne daran. So. Bisschen komplex, ne? Aber geil. Ja. Ja. Also auf smartsteam.com, auf der Startseite ist die drauf, genau. Weil die Leute natürlich wissen wollen, was kriegen sie raus, ja. War noch eine Frage zu Steam, ja. Ja. Genau, Steam Baked Dollars, der Name, ne. Ein Steam Baked Dollar ist quasi immer an den Wert von Steam sozusagen. Ja? Also ein Steam Baked Dollar ist immer mindestens ein Steam Wert in der Kryptowelt, ja. Und meistens verhält sich der Dollarwert von beiden ziemlich ähnlich. Ja, heute ist es irgendwie nicht mehr ganz so equal, ja, aber meistens ist es ziemlich ähnlich so vom Wert. Ja? Mhm. Wie das geht? Ja, also jetzt hast du dann diese Steam und dann sagst du, jetzt willst du Cash vom Tisch nehmen. Mhm. Okay. Das ist ja hier mein Steemit-Account und hier oben sehe ich quasi meine Steam-Balance, die frei verfügbar ist. Die ist ja abgepowert, also quasi gelockt. Ja? Und hier ist meine Steam-Baked-Dollars-Balance.
Und hier mit dem File kann ich dann die woanders hinsenden. Steam, Backdollar und Steam werden von allen Börsen mittlerweile gehandelt. Ja. Steam hat auch eine kleine eigene dezentrale Börse bei sich drin, wo ich gegen ziemlich viele Paare tauschen kann. Ja. Und da kann ich die in Bitcoin tauschen oder Ethereum auf meine Debitkarte ziehen und ausgeben oder was zum Auscashen, wenn die Fenno wissen willst, was ganz geil ist, ist Mr. Tango. Mr. Tango ist eine Bank in, fällt mir gerade nicht ein, und da kann ich Bitcoin hinschicken und die tauschen instant in Euro und ich kann die mir via SEPA auf mein Konto schicken, innerhalb von 24 Stunden ist das Geld da. Ja? Also ich gehe immer Steamback Dollars, Bitcoin, Mr. Tango, Konto und versteuern nicht vergessen. Ja? Gab es noch eine Frage zu Steam? Ja. Also bei ETHLAND bekomme ich keine Raten von 30%, sondern halt auch 2-5%. Ja, ja genau. Das, um das zu korrigieren, wie ich es gesagt habe, dann sorry. Genau aus dem Punkt, was die Dame hier gesagt hat, ihr habt keinen Bock, jeden Tag bei ETHLAND reinzugehen und zu gucken, gibt es irgendwie einen neuen Loan, den ich irgendwie machen kann, dann bin ich nicht schnell genug und so. Das hier läuft einfach die ganze Zeit. Delegiert. Ich bekomme jeden Tag, hier ist von SmartSteam zum Beispiel 8,1, schwankt immer ein bisschen, hier war es 8,9, 8,1, aber immer so um den Dreh täglich ausgeschüttet. Ich muss nichts machen. Ich kann jeden Tag zuschauen. Der Traum, den alle haben, ja, Passive Income. ist ein zweischneidiges Schwert, ja, aber das ist genau das. Und ich meine, 1,8-1,9% im Monat, das sind ungefähr 20-22% im Jahr, ist jetzt nicht schlecht. Ja, habe ich in der normalen Welt, nur wenn ich sehr viel Risiko eingehe. Ja, genau. Und hier gehe ich, natürlich kann Steam droppen im Preis auf null, die ganze Kryptobranche kann den Bach runtergehen, gegen das Risiko sind wir nicht gefeit, aber meine Immobilie kann auch irgendwie in Brand untergehen. Es gibt immer Risiko. Ja. So, ich habe nur noch zwei Slides. Gibt es noch eine Frage zu Steemit? Ja, hinten? Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Das ist so eine Hassliebe von Steam zu den Bots. Ja. Zum einen finden sie diese sehr, sehr gut selber auch. Ja. Zum anderen, es verstößt gegen keine Regeln. Ja. Sie können auch nichts dagegen machen wirklich. Und es ist so, dass die Bots alle akzeptiert sind seit Jahren. Ja. Weil Steam es cool findet, weil du sonst auf Steam gar keine Möglichkeit hast, für neue Nutzer, die ganz neu im Steam-Space sind, irgendwie ihre Posts nach oben zu bekommen. Ja, darum ist es so eine Hassliebe und so eine geduldete Geschichte. Aber es ist jetzt nichts Illegales oder so. Ja. Sonst wären die schon längst offline. Und es gibt einen anderen Bot, der heißt Minnow Booster. Der ist, glaube ich, mal seit Stunde Null, wo Steam gebaut wurde, schon fast online durchgehend. Ja. Und es ist auch so, dass nur ein ganz kleiner Teil der Leute das überhaupt machen. Ja. Die meisten User sind einfach ganz normal aktiv auf der Plattform. Gut, gab es noch eine Frage? Dann erzähle ich euch nochmal zwei Sachen, die aber nicht mehr so komplex sind. Ihr habt das Größte schon geschafft. Wir haben ja auch nur noch minus 2 Minuten. Das sind, ich sag mal so ganz kurz, ich bin ja noch hier, ein bisschen für Fragen auch noch. Das sind die beiden Sachen, die ich zu 95% mache. Ja? Und was eine sehr, sehr schöne Geschichte ist. Ich bin noch immer dran, neue Sachen irgendwie rauszufinden. Es kommen ganz viele neue, schöne Dinge raus. Aber ich will euch noch für euren Kopf zwei weitere Dinge mitgeben, ganz kurz, weil da hinten wird man schon ungeduldig. Und das sind Masternodes. Masternodes will ich gar nicht groß drauf eingehen. Es gibt verschiedene Blockchains, sieht man jetzt hier nicht. Die Plattform heißt masternodes.pro, könnt ihr mal drauf gehen. Masternodes sind, es gibt diverse Blockchains, wie zum Beispiel Dash, wo ich einen Server aufsetzen kann und meine Serverkapazität dieser Blockchain zur Verfügung stellen kann. Da muss ich ein Programm drauf installieren, das ist sozusagen die Masternode. Und dafür, dass ich diese Masternode aktiv habe, bekomme ich sozusagen Kryptos ausgeschüttet. Ja. Man kann da mal drauf gucken, man kann die sich mal anschauen. Hier Ganja Coin, ja, irgendwie 9.981% Rendite im Jahr. Ich lasse es einfach mal so stehen. Ja. Und
so Sachen sind sehr technisch. Also du brauchst einen Programmierer, der Ahnung hat von Masternodes und so. Wir haben selber Masternodes laufen. Halleluja, man muss sich ein bisschen auskennen. Und der Profit ist dann auch letztendlich nur am Anfang, klingt es cool, aber die gehen alle auch sehr schnell runter auf so 20-25% im Jahr. Ja. Noch ein paar neue Sachen, oder ist der letzte Slide, der letzte Slide hier so, ist, es gibt Token, die einem Rendite ausschütten. Ja. Security Token, wie zum Beispiel Nexo und auch andere. Ganz wichtig, es gibt noch fast keinen Token, der zum allerersten Mal das eingehalten hat, was er gesagt hat. Ja. Julian kennt ihr vielleicht von 10x, kenne ich auch sehr gut, der auch allen Investoren gesagt hat, yo, wir ein kleiner Teil unserer Profits schütten wir an alle Tokenholder aus. Bis heute noch nicht passiert. Ja. Viele von diesen Token oder von diesen Promises sind überhaupt technisch gar nicht umsetzbar. Ja. Weil ihr wisst vielleicht, dass wenn ich Ethereum irgendjemand schicken will, muss ich Gebühren bezahlen. Wenn jemand einen Token hat und ich schicke dem 0,00001 Cent an Rendite, ich zahle schon $1 Transaktionsgebühren, das geht gar nicht. Also viele der Projekte sind technisch überhaupt gar nicht umsetzbar, aber die Leute glauben es einfach. Das ist ein bisschen schwierig. Nexo ist ein ganz cooles Projekt. Da steckt eine fette Bank dahinter. Wir hatten es ja vorher von so einem Use Case. Ich hinterlege Token oder Krypto und bekomme Geld. Ja? Kann mir quasi beleihen. Nexo ist eine riesige Plattform, wo ich aktuell nur Bitcoin und Ether hinschicken kann und bekomme zu 16% im Jahr, kann ich mir quasi von den Jungs Geld leihen. Ist mega cool. Ich schicke das dahin, ja? bekomme dort Instant Cash, kann das mir via SEPA auf mein Konto auszahlen lassen, kann damit Ware finanzieren und wieder zurückbezahlen. Ja? Und von diesen 16%, ja, was die Jungs hier per Arno machen, schütten die monatlich 30% an alle Nexo Token Holder, also alle, die quasi Nexo als Token haben, aus. Vorsichtig, ist auch noch nicht passiert. Ja. Darum habe ich die Sachen so nach hinten reingesteckt und seid auch sehr vorsichtig, wenn ihr auf Projekte stoßt im Internet, die sowas versprechen. Ja. Weil vieles davon ist technisch überhaupt nicht umsetzbar. Aber das wissen natürlich Laien nicht, was ein bisschen das Problem ist. Genau. Um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, ja? Wir haben Peer-to-Peer-Lending, wir haben Steemit, das sind die beiden Sachen, die richtig cool sind. Wir haben Masternodes, die extrem schwierig aufzusetzen sind für passives Einkommen. Und wir haben hier so Dividend-Paying-Token, könnt ihr mal suchen. Da gibt es auch verschiedene, aber da hat es noch niemand dran gehalten. Von dem her, wenn ihr was machen wollt, schaut auf ethland.io vorbei oder auf Steemit. Ja? Und das war's von meiner Seite eigentlich. Genau.